Sehr geehrter Herr Bischofsvikar, Herr Professor, Herr Vorsitzender, Herr Obmann, Herr Dompropst, geschätzte Leitung des Bildungshauses, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf mich vorweg sehr herzlich für die Einladung zu dieser Feier bedanken und auch namens der Stadt sowie auch persönlich die herzlichsten Glückwünsche zum 40-jährigen Bestehen überbringen. Das Bildungshaus St. Bernhard ist ein wesentlicher Teil in der vielfältigen Bildungslandschaft unserer Stadt, die sich vom ausbildenden Bereich, vom schulischen Bereich, wo wir eigentlich alle Stufen bis zur Hochschule anbieten können, auch in den Erwachsenenbereich erstreckt, wo diverse Trägerorganisationen hier tätig sind und ihre Aufgabe erfüllen. Das Bildungshaus hat eine ganz besondere Aufgabe aus meiner Sicht, weil wir alle wissen, dass die Gesellschaft zunehmend eine säkularisierte Gesellschaft ist. Und wir alle wissen auch, dass Bildung mehr ist wie bloße Wissensvermittlung oder Kenntnisvermittlung. Das ist uns daher sehr wichtig und auch mir persönlich, dass es diese Einrichtung in der Stadt gibt, wo wir diese Bildung mit einer sehr starken Wertebezogenheit und Wertebasiertheit auf Basis der kirchlichen Organisation des katholischen Glaubens hier vorfinden, weil ich überzeugt bin, dass nur dann, wenn eine Wertbezogenheit da ist, wenn man weiß, was dahinter liegt, die Bildung in ihrer gesamten Bedeutung auch erfolgreich sein kann. In diesem Sinne wünsche ich dem Bildungshaus St. Bernhard für die nächsten 40 Jahre weiterhin viel Erfolg, alles Gute auch seitens der Stadt in der Neustadt.